Ja, vielen Dank, Frau Weiland, meine sehr geehrten Damen und Herren. Also Kompetenz mangelt diesem Panel wirklich nicht. Es ist ein ganz großartiges Panel, das kann ich jetzt schon sagen und ich darf Ihnen vorstellen. Ich fange mit den beiden Herrn Ministern an, Herrn Dr. Wolfgang Tiefensee. Doktor nicht, noch nicht. Oh, bitte. Aber Sie sind Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft des Freistaats Thüringen. Herr Schulze, Herr Sven Schulze, Sie sind Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt. Auch Sie herzlich willkommen. Herr Dr. Robert Herrmann ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing. Herr Matthias Zentgraf, Sie sind Präsident Europa des chinesischen Technologieherstellers Contemporary Amperex Technology, CATL. Und last not least begrüße ich Herrn Bernd Holthaus, Sie sind Direktor für Human Resources für Deutschland für die Intel Corporation. Ja, herzlich willkommen. Wir haben ja ein schönes Thema mit den Big Playern, zumal ja gestern dann der Kanzler auch gesagt hat, think big. Und wir haben jetzt ja auch schon ein Beispiel gehabt mit Tesla. Und ich würde ganz gerne vielleicht am Anfang die beiden anderen Beispiele, die hier ja am Tisch sind, aus wirtschaftlicher wie aus politischer Sicht behandeln. Dann können wir zu allgemeinen Themen kommen. Ich würde aber trotzdem ganz gerne beginnen, Herr Herrmann, mit der Frage, wir haben jetzt ja eine Reihe von Ansiedlungen größerer Unternehmen. Ist das schon ein Trend aus Ihrer Sicht, was die Wahrnehmung Ostdeutschlands im Ausland angeht? Ja, ich würde das vielleicht ein bisschen größer machen. Wir haben weltweit, auch durch die Corona-Pandemie, eine ganze Reihe an Nachholbedarf für Investitionsprojekte, insbesondere in den Themen, die ja auch heute früh schon angesprochen wurden, die für die Transformation der Wirtschaft weltweit relevant sind. Da sprechen wir über Mikroelektronik, wir sprechen über Automobiltechnologie, neue Mobilität, wir sprechen auch über neue digitale Technologien, die wir uns vorstellen können, die vielleicht auch was mit Quantencomputing zu tun haben. Also wir sprechen über Transformationsbedarf, der sich in Zeiten von Corona, wo Investitionsprojekte nicht ganz so intensiv und ganz so leicht funktionieren konnten, in dem Ausmaß tatsächlich noch mal mehr jetzt steigert. Wir stellen als Bundesgesellschaft genau mit den Ländern zusammen fest, dass es eine unheimlich große Anzahl an Großvorhaben gibt, die weltweit tätig werden wollen und die sich anschauen, wo das funktionieren kann und wo das auch glaubwürdig für die Zukunft gestaltet werden kann, dass man Technologie entwickelt, dass man auch erfolgreich wirtschaftet mit so großen Vorhaben. Und wir haben ja von Herrn Steinbach gehört, wie komplex das ist, international zu investieren und welche Herausforderungen da sind. Sie erleben es gerade erst und Herr Zinkgraf, Sie haben es auch schon erlebt und werden sicherlich gleich dazu berichten. Da gibt es eine ganze Menge Fragen und die Fragen haben aber auch ganz schnell damit zu tun, wo ist das glaubwürdig, dass das gestaltbar ist. Und das aus meiner Sicht, meiner Aufgabe heraus, ist es eigentlich ganz schön, dass es sehr, sehr glaubwürdig ist, dass man das in Deutschland gestalten kann. Wir haben auch schon in den Diskussionen festgestellt, dass das nicht mit allen Aspekten klar und deutlich funktioniert. Man muss das erklären. Das ist nicht durch schwarz-rot-goldene Plakate in der Welt getan, dass man dann Unternehmen begeistert, kommt dann nach Deutschland. Man muss das erklären, man muss Transparenz schaffen. Ich denke, die Investitionsvorhaben, die jetzt zuerst waren, in Anführungsstrichen, die ganz, ganz großen, CATL und Tesla, geben ein unheimlich großes Beispiel für Machbarkeit in Deutschland. Das kann man in Deutschland. Ich glaube, Deutschland war womöglich jahrzehntelang nicht unbedingt dafür berühmt, berüchtigt, dass wir Großprojekte in der Größenordnung Milliardeninvestitionen auch tatsächlich umsetzen und erfolgreich gestalten können. Das haben wir in unserer Arbeit festgestellt, dass die großen Vorhaben gingen tatsächlich dann eher in Niedriglohnländer oder Steuerparadiese. Auf einmal stellen wir fest, durch diese Ansiedlung, dass die Unternehmen, die jetzt da dazugehören, also die Materialien herstellen für die Batterietechnologie und so weiter, dass sie die Erwartung haben, dass man das in Deutschland kann, weil man das feststellen kann. Und ich denke, das können Sie noch besser beurteilen, aber ich denke, dass auch Intel sich das angeschaut hat und hat gesagt, wir glauben, dass das in Deutschland funktionieren kann, weil eben andere Unternehmen entschieden haben, dass das funktioniert. Insofern, also ja, es gibt eine ganze Reihe an großen Vorhaben, die da draußen sind und ja, Deutschland kann da in den wichtigen Aspekten auch tatsächlich ein attraktives Angebot geben, was nicht heißt, dass alles perfekt ist. An vielen Stellen müssen wir was tun.
oder wird gearbeitet und entwickelt sich einiges, haben wir auch heute früh gehört, wenn es um Genehmigungsprozesse und Verfahren geht. Aber ich denke, die Glaubwürdigkeit des Standortes, des Investitionsstandortes Deutschland hat sich in den letzten Jahren erheblich geändert. Und das, was man ja sieht, insbesondere in Ostdeutschland, hier geht es natürlich um riesen Flächenzuschnitte, Hektar, also wie viel Hektar ist bei Intel? Ich weiß es nicht, es sind 500 Hektar oder noch mehr Hektar. Es waren mal am Anfang 500 Hektar in dem Investitionsprojekt. Das ist eine Frage, die eben nicht an jedem Standort in Deutschland umgesetzt werden kann. Und das ist eine echte Stärke des Ostdeutschlands, dass wir eben diese Flächenverfügbarkeit haben und das gemeinsam auch insgesamt umsetzen können, dass wir hier die Antworten geben können, was Infrastruktur betrifft, Verfügbarkeit der Flächen betrifft, Unterstützung der Akteure betrifft. Herr Zentka, Sie waren, glaube ich, mit Ihrem Unternehmen, wenn ich das richtig sehe, zunächst 2014 in München, sind aber seit 2018 mit Thüringen beschäftigt. Wie sind Sie nach Thüringen gekommen? Ja, das ist richtig. 2014 wurde ein Büro, ein erstes Büro in München gegründet. Es war im Prinzip ein Vertriebsbüro und 2015 bin ich zu der Firma gestoßen und die Aufgabe war natürlich europäische oder deutsche Kunden zu akquirieren für diese Lithium-Ionen-Batterietechnik, für die bevorstehende Elektromobilität. Und da kam sehr schnell, bin ich zu einem schwäbischen Automobilunternehmen gegangen, das kannte ich noch aus dem vorherigen Job. Und die fragten mich, wo bist du denn jetzt? Und dann sagte ich, ich bin bei CATL, aha, ist ja schön. Und wir wollen einen ganz großen Auftrag von euch gerne mal haben. Ja, wo ist denn eure europäische Fertigungsstätte? Und das hat 2016, 17 waren wir da im Auswahlprozess, dass wir im Prinzip, wenn wir einen Großauftrag bekommen von einem europäischen Automobilhersteller, fragen die gleich nach einer lokalen Wertschöpfungsstätte. Das hängt damit zusammen mit Local Content, weil wenn die das Auto verkaufen, dann muss das gewisse Kriterien erfüllen. Und zeitgleich war ja ein Riesenbestreben aus der Bundesregierung, weil sich das ja schon abzeichnete. Wir wollen eine Batteriezellfertigung hier in Deutschland haben oder auch in Europa. Und mehrere Standorte standen zur Auswahl. Und die chinesischen Chefitäten, die hatten zuerst nach Osteuropa geschaut. Das Hauptargument waren Labor Cost. Also so sind die natürlich auch von China aus ausgerichtet. Weil halt eben ein sehr hoher Wertschöpfungsanteil händisch gemacht wird. Und ich saß da in München in meinem Büro und habe mir so gedacht, was will ich denn in Ungarn? Das war so die Präferenz. Ne? Und dann bin ich losgezogen, nichts gegen Ungarn, ist ein schönes Land. Und dann bin ich losgezogen, habe meinem Chef versucht zu überzeugen, guck mal, deine Hauptkundschaft ist hier, du hast Thüringen in der Mitte Deutschlands, in der Mitte Europas. Und mit annähernd gleichen Distanzen, du hast eine sehr gute Infrastruktur, du hast ausgebildetes Fachpersonal und dann ging es in den Entscheidungsprozess und glücklicherweise haben wir dann im Juli 2018 haben wir dann die Entscheidung getroffen, unseren ersten Fertigungsstandort außerhalb von China in Thüringen am Erfurter Kreuz zu errichten. Und Sie haben das, Sie sind jetzt ja schon ein ganzes Stück gekommen mit der Investition, bisher auch noch nicht bereut. Bis jetzt noch nicht. Ich habe zwar immer wieder, muss ich mir sagen, ja gut, das war ja nachdem die Entscheidung da war, dann habe ich dann gleich noch gesagt, so jetzt brauchen wir eine Bestandsimmobilie, die wir mieten können, weil bis der Neubau steht, das dauert zu lange, die Zeit müssen wir ja nutzen. Und dann gab es was zu mieten, das hat jetzt ein schwäbischer Automobilzulieferer gekauft, das wollte ich auch nicht, weil das andere, was da drüben leer stand, diese Ex-Solarpanel-Fabrik, die haben wir dann noch gekauft. Also habe ich meine Chefitäten noch überzeugt, dass das eine gute Investition ist und bisher haben wir diese Entscheidung nicht bereut. Ne? Also wir bilden Arnstadt oder Erfurter Kreuz, bilden wir als den EU-Hub, also European Hub von CATL aus. Und dort sind wir sehr erfolgreich unterwegs. Natürlich kam dann Corona dazwischen, also in beiden Locations, einmal der Bestandsimmobilie, die mussten wir umbauen. Das ist so gut wie abgeschlossen. Und dann den Neubau, der ist auch abgeschlossen. Und da steht die Inbetriebnahme in der zweiten Hälfte dieses Jahres bevor. Herr Minister Tiefensee, was hat die Politik getan oder was musste sie vielleicht auch tun, um CATL
nach Thüringen, also in Thüringen festzuhalten? Ja, sie muss das tun in besonderer Weise, was sie auch sonst für die anderen Unternehmen tut. Ich darf das mal als Vorbemerkung, sozusagen als Präambel anfügen. Wir reden über Großinvestitionen, über das Anwerben von Unternehmen, die große Investitionen stemmen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass in Ostdeutschland und nicht nur in Ostdeutschland ähnliche Entwicklungen aus Bestandsunternehmen, aber auch durch die Ansiedlung von deutschen Unternehmen aus anderen Bundesländern oder Europa einer anderen Größenordnung stattfinden. Und es sind im Prinzip dieselben Mechanismen. Also Großinvestitionen haben, Dr. Herrmann, GTAI hat es gesagt, die haben einmal natürlich den Vorteil, dass sie Aufmerksamkeit auf einen Standort richten, hoppla, Lohnkosten, Energiekosten, Steuern, immens hoch in Deutschland. Robin Zeng hat mir Pfingsten 17 gesagt, Wolfgang, schön, dass du angereist bist, aber keine Chance, Deutschland hat keine Chance. Das war Pfingsten 17. Also, dass Aufmerksamkeit auf Deutschland, Ostdeutschland gerichtet wird, hier kann man gut investieren, dass natürlich die Sache an sich wichtig ist und dabei schaue ich mittlerweile weniger auf die Anzahl der Arbeitskräfte. Das bildet sich übrigens auch in unseren Förderkriterien ab. Erstens kommt Forschung und Entwicklung, zweitens zahlen die Steuern und als drittes frage ich nach der Anzahl der Arbeitsplätze. Das ist alles gut. Es zieht Zulieferer an, neue Firmen. Aber das Hauptaugenmerk liegt neben diesen großen, ich will jetzt sagen, auch Schaufenster oder sichtbaren Projekten weltweit, liegt darin, Ähnliches zu tun für die Unternehmen. Und Sie kennen meine Vita, wenn ich an die Ansiedlung von BMW, von DHL, von Porsche, von Amazon in Leipzig denke, dann geht es darum, dass die Politik die berühmten Rahmenbedingungen schafft. Ein entscheidender Punkt ist, dass es in Thüringen wie auch damals in Leipzig eine Entwicklungsgesellschaft gibt, eine Truppe von Menschen, die sich ausschließlich darauf konzentriert, als One-Stop-Agency, als Frontdesk für den Investor zu fungieren. Es klang bei Professor Steinbach an, was alles für Hürden zu nehmen sind. Wenn ich das dem Unternehmer zumute, dann wird es eher schwierig. Ich brauche jemanden, der sich mit dem Energieunternehmen genauso auskennt wie mit einem kleinen Amt Wachsenburg, auf dessen Gelände CATL baut. Und das kann man hier im internen Kreis verraten, natürlich an einem ganz langen Hebel sitzt, um irgendwelche Prozesse zu verhindern oder zu gestalten. Und da braucht es ein Matchmaking dazwischen und das kann Politik organisieren. Politik muss sich auch kümmern um alle Fragen der Genehmigungen. Wir haben eine BIMSCH-Genehmigung in atemberaubender Geschwindigkeit durch unser Umweltministerium und das entsprechende Landesamt hinbekommen. Das ist ähnliche Geschwindigkeit wie bei Professor Steinbach. Ich glaube, es braucht eine persönliche Beziehung, also ein Wirtschaftsminister, der sich zu schade ist, nach Saventem zu fahren und dort mal eine Nachtschicht bei DHL zu machen, um deutlich zu machen, ich will euch, oder zu BMW nach Regensburg fährt und im Blaumann mal rumläuft. Der braucht sich nicht wundern, dass es nicht kommt. Und in Thüringen, wenn ich an die Entwicklung oder die Ansiedlung von Zalando denke oder N3 als Bundesverkehrsminister, habe ich das noch einweihen dürfen. N3 Engine Overhaul, das ist Rolls-Royce/Lufthansa. Das alles setzt voraus, dass man präsent ist und dass man nicht nur die erste Phase im Blick hat, nämlich ein Unternehmen zu überzeugen, zu kommen. Es braucht die Unterstützung in der zweiten Phase, nämlich wenn die Errichtung des Unternehmens passiert und die entscheidende Frage ist, und das spricht sich rum, wie wird ein Unternehmen unterstützt, wenn es da ist? Professor Hüther hat vorhin von einem Vulkan Berlin gesprochen, da bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Mir fällt kein besseres Bild ein momentan, als es geht eigentlich um Billardkugeln. Es gibt einen Vulkan Leipzig oder ein Anstoß, der bis außerhalb der Region Leipzig wirkt. Das sehen wir jetzt auch in Erfurt, das sehen wir insbesondere auch in Jena, was die Wissenschaft anbetrifft. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn ich den letzten Satz noch anfügen darf. CATL ist gekommen, weil Matthias Zentgraf hervorragend gearbeitet hat, weil wir
erklärt haben, dass in Polen die EFRE-Gelder anders fließen, nämlich durch Steuererleichterungen, nicht durch Cash. Was wir aber auch geschafft haben, ist deutlich zu machen, es findet ein Know-how-Transfer von China nach Deutschland statt. Das ist eine Blaupause, ist eine neue Kultur. Und wir forschen gemeinsam. Wir haben ein Batterieforschungszentrum errichtet, das erste, noch vor Münster, das für CATL und andere zur Verfügung steht. Und wir diskutieren über Smart Factory und wir wollen mit CATL zusammen das Gewerbegebiet Erfurter Kreuz zum CO2-neutralen Gewerbegebiet machen. Das haben wir uns vorgenommen, mit Minister Habeck auch schon darüber gesprochen, weil das die Zukunft ist. Das Investitionsvolumen ist, glaube ich, 1,8 Milliarden. Bis zu 2 Milliarden. 2 Milliarden. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Bei Intel sprechen wir von 17 Milliarden. Das ist dann noch einmal deutlich mehr. Und es geht auch um eine größere Zahl von Jobs. Was sprach denn für Sachsen-Anhalt? Denn in Ostdeutschland kann man auch anderswo Chips produzieren. Oh. Also der Auswahlprozess bei Intel ist ein sehr, sehr detaillierter, strukturierter Anlauf, den man nimmt über mehrere Phasen. Dass wir das jetzt in einem Jahr geschafft haben, ist eh unglaublich. Wer das in der Presse mitverfolgt hat, es waren also 80 Standorte weltweit, die da in der Auswahl standen. Und dann geht es letztendlich über die technische Durchführbarkeit. Also es geht los mit der Fläche, die wir dazu benötigen für das Vorhaben. Und sämtliche anderen Kriterien, die Wasserversorgung, die Stromversorgung und das Thema Talent natürlich auch. Und letztendlich können Sie alles das haben, wenn Sie aber nicht, so wie Herr Tiefensee das ausgeführt hat, das Zusammenwirken von Bund, Land, Kommunen haben, die es letztendlich alle gemeinsam wollen, dann wird es schwierig. Und da hat Sachsen-Gartner halt ganz klar den Lead drin gehabt. Wenn man über die Webseite geht von Sachsen-Anhalt und schaut sich mal an, modernen Denken als Hashtag, dann haben wir gedacht, okay, schaust du mal. Und wir sind da eigentlich komplett bestätigt worden, dass diese Zugeständnisse, diese Lösungen, die vor allen Dingen gefunden wurden, in einer unglaublichen Schnelligkeit, das muss man sich vorstellen, wer diese Kennzahlen kennt, im Sinne von Stahl, Beton, Strom, das sind ja Mengengerüste, die sind jeglicher Vorstellkraft. Und damit kommen auch technische Herausforderungen, da muss man schon Think Big betreiben. Ne? Und das haben wir halt in Sachsen-Anhalt unglaublich erlebt, auch in der ganzen Phase der Eruierung, ergebnisoffen und immer mit Lösungen kommen. Natürlich gibt es Bürokratie, das ist ganz klar. Die brauchen wir auch, aber die gibt dann auch eine bestimmte Sicherheit, dass dann, wenn Entscheidungen getroffen worden sind, dann eben auch nicht dann wieder aufgemacht werden, wie wir es von anderen Ländern kennen. Und das ist auch ein wesentlicher Punkt, den man nicht vergessen darf. Wenn man Ansiedlungen hat, braucht man auch eine Rechtssicherheit als Unternehmen. Und das habe ich heute Morgen auch in verschiedenen Diskussionen gehört, Bürokratie ist natürlich ein Thema, das haben wir hier auch an der Wand gesehen. Aber es gibt halt Rechtssicherheit für Unternehmen und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Herr Minister Schulze, als sich die Möglichkeit bot, gab es einen Moment, wo Sie sich gefragt haben, schaffen wir das? Denn es ist ja ein sehr großes Projekt, das ja auch innerhalb recht kurzer Zeit jetzt auf den Weg gebracht worden ist. Und was waren für Sie die größten Herausforderungen bisher? Ja, wenn man sich das Projekt anschaut, da ist ja noch ein bisschen mehr als das, was bis jetzt veröffentlicht wurde, was wir gemeinsam vorhaben. Das ist ja ein gemeinsamer Weg über Jahrzehnte, den wir gehen wollen. Und wenn man sich diesen gesamten Weg anschaut, dann ist das die größte Einzelinvestition in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Und dass man sich da auch mal ab und zu die Frage stellt, oh, wie will man das wuppen? Das ist, denke ich, legitim. Ja, und fehlt noch ein Punkt, Herr Holters hat ja viele Ebenen angesprochen. Es fehlt noch die Europäische Union dabei, die darf man nicht vergessen. Ich habe an dem Tag, als wir die Entscheidung dann gemeinsam verkündet haben, habe ich am Morgen dann mit Ursula von der Leyen mal telefoniert. Wir kennen uns ja aus Brüssel, ich habe 7 Jahre in Brüssel zugebracht. Und
Ich habe gesagt, Ursula, ich habe eine Bitte, der European Chips Act ist ja noch nicht ganz durch. Ich brauche von euch auch die Zusage, dass das auch funktioniert, weil das, was wir machen in Sachsen-Anhalt, das können wir verantworten und das werden wir auch verantworten und das wird auch, glaube ich, weiterhin ein Erfolg bleiben. Die Bundesebene bin ich auch sehr dankbar, da gab es ja den Regierungswechsel, das war vorher mit Angela Merkel extrem gut, das läuft mit der neuen Bundesregierung auch gut, wenn man sich den Haushalt anschaut, die Zusagen, die wir von Seiten Berlin haben, sind eingetroffen, also das ist auch okay und die europäische Ebene, alles was ich da höre und sehe und ich bin relativ häufig auch noch in Brüssel, das funktioniert auch, das ist also ein Zusammenspiel bis hin zur Stadt Magdeburg dann und bis hin zur kleinsten Gemeinde, zum kleinsten Dorf, was dazugehört, das ist ganz wichtig, dass man bei solchen Projekten auch in der Startphase, glaube ich, jeden mitnimmt und dass wir anfangs natürlich Situationen hatten, dass da Gemeinderäte gefragt haben, wie geht denn das jetzt eigentlich weiter und wie sind wir beteiligt und wir hören nicht so richtig viel und wir dann auch Gespräche geführt haben, gesagt haben, vertraut uns bitte, das ist eine Thematik, wo wir jetzt nicht jeden Tag in den Medien mit sind, sondern wir haben ein Ziel und das ist, glaube ich, uns gelungen, gemeinsam 12 Monate, wir haben, kann man auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, als es entschieden wurde, haben wir gesagt, Mensch, wir mussten uns ganz schön an die Geschwindigkeit auch anpassen, die Intel vorgegeben hat. Und dann hat Intel gesagt, naja, wir haben es aber andersrum auch erfahren, dass wir uns an eure Geschwindigkeit anpassen mussten. Wenn man sieht, 12 Monate, jetzt verrate ich kein Geheimnis, im Durchschnitt in Deutschland einen Windpark, über den wir heute schon diskutiert haben, genehmigt zu bekommen, dass noch keine Windmühle gebaut ist, bis zu 5 Jahre. Ja. So, das heißt, in 5 Jahren wollen wir schon Chips für ganz Europa, für die ganze Welt hier produzieren. Das ist eine Riesenherausforderung, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Aber ich bin absolut überzeugt, dass wir das hinbekommen, weil bei uns glaube ich, dass dieses Teamwork extrem gut auch funktioniert. Und wir hatten immer, ich auch als Wirtschaftsminister, den Vorteil, dass mein Chef sozusagen, Rainer Haseloff, gesagt hat, sieh zu, dass du das so, wie du willst, hinbekommst. An der Ebene, wo ich dir helfen kann, helfe ich dir. Er hat den Kollegen von Intel gesagt, wir sind immer an eurer Seite. Das Gleiche ist in der Stadt Magdeburg passiert mit dem Oberbürgermeister Trümper. Das Gleiche passierte halt auch in Berlin und in Brüssel. Und das war, glaube ich, der Erfolgsfaktor. Und wenn es erlaubt ist, möchte ich mal noch einen Punkt heute ansprechen, der heute und auch gestern noch gar nicht so angesprochen wurde, warum es für internationale Unternehmen, glaube ich, sehr interessant ist, hierher zu kommen. Ich habe 10 Jahre selber international gearbeitet als Ingenieur, bevor ich dann die Chance bekam, nach Brüssel ins Europäische Parlament zu gehen und jetzt Wirtschaftsminister hier zu sein. Der europäische Binnenmarkt und ganz speziell Deutschland ist einer der wenigen Räume auf dieser Welt, wo wir noch politische Stabilität haben. Wo man also, wenn Unternehmen, die hier am Tisch sitzen, die investieren ja nicht für 5 oder für 10 oder 15 Jahre, sondern für eine viel längere Zeit. Und die müssen auch wissen, bei Intel, das ist ein Rieseninvestitionsvolumen, wo der ganz große Anteil von Intel selber kommt. Das sind nicht Steuergelder, die hier in erster Linie reinfließen, sondern das sind die Investitionen dieses Unternehmens, wo man natürlich auch Sicherheit haben muss, dass das funktioniert. Und diese Sicherheit haben wir hier in Deutschland, in Ostdeutschland natürlich auch, ganz speziell nochmal dann die zusätzlichen Dinge wie große Flächen und andere Voraussetzungen, die wir ja auch in den letzten Jahrzehnten erschaffen haben. Deswegen, ich glaube, vor 15 Jahren hätten wir Intel ja noch nicht herbekommen können, weil wir noch nicht so weit gewesen wären. Aber jetzt sind wir. Wir haben ja mal BMW verloren an Sachsen, an Leipzig. Da sind wir heute. Das sind also auch die Früchte der Vergangenheit, die wir aufgebaut haben. Aber diese politische Stabilität, die enorm wichtig ist in der heutigen Welt, die können wir hier in Europa und in Deutschland und ganz speziell natürlich auch in Ostdeutschland bieten. Und ich glaube, dass das auch einer der Gründe ist, warum es auch bei mir so ist, wie es der Kollege Steinbach auch gerade sagte, dass nicht nur Intel gerade bei uns sich entschieden hat, sondern dass wir viele, viele Anfragen haben, international agierende Unternehmen. Der Minister Habeck hat über Leuna gesprochen, da ist es auch so, die sich weiterhin auch für in dem Fall Sachsen-Anhalt interessieren und das große Interesse haben, hier in diesem Bundesland und in Ostdeutschland zu investieren. Ich würde gerne diesen Punkt der politischen Stabilität noch einmal etwas weiterführen. Herr Dr. Herrmann, merken Sie das auch mal? Die Welt ist ja in vieler Hinsicht unruhiger geworden, also ganz unruhig leider Gottes weiter im Osten, aber auch generell. Wird da Deutschland noch stärker vielleicht als früher, so als ein Jahr ruhender Pol, was politische Stabilität betrifft, wahrgenommen? Das lässt sich ziemlich einfach mit Ja beantworten. Also Herr Holthaus hat das eben angesprochen. Das ist, was wir vielleicht hier und da auch als Bürokratie empfinden, ist Rechtssicherheit. Ne? Das gilt eben auch noch morgen, auch wenn es hier oder da komplex ist und herausfordernd ist, aber es ist verlässlich.
Und Unternehmen, die Milliarden investieren, die wollen natürlich auch wissen, dass das nächstes Jahr noch und in 5 oder 10 Jahren funktioniert und auch verlässlich so umgesetzt werden kann und dass ein Pfad bekannt ist oder machbar ist, den man gerne auch optimiert. Das haben Sie beschrieben, dass man das in den einzelnen Projekten auch optimieren muss und entwickeln muss. Aber ich glaube, es geht um Verlässlichkeit und das wird international gesehen. Also ich glaube definitiv, dass auch Deutschland innerhalb Europas da eine besondere Position hat. Jetzt waren wir ja bei Intel auch an verschiedenen Stellen mit an Bord, wobei wir natürlich nie genau wussten, welche anderen Länder und welche anderen Herausforderungen da sich stellen, also bei unseren Nachbarn zum Beispiel. Wir haben uns sehr stark auf uns konzentriert, was kann Deutschland bieten? Und ich glaube, wenn wir mit eben der Verlässlichkeit kommen, wenn wir ganz klar sagen, auch das Zusammenspiel, was Sie angesprochen haben, also auf allen Ebenen, Europa oder die Bundesregierung hat sich da eingesetzt, wir haben gemeinsam koordiniert, wo das in Deutschland funktionieren kann. Der Wettbewerb in Deutschland ist übrigens gut, ja, also das ist ja ganz wichtig, dass es eben auch nicht nur Magdeburg als Standort gab, sondern auch noch andere Standorte gab, weil man dann eben versteht, wie funktioniert das, was sind die Unterschiede und was kann ich noch verändern oder wo gibt es noch Möglichkeiten. Man lernt auch als Investor, glaube ich, ganz schnell, wo sind andere Cluster und andere Ansatzpunkte und lernt Deutschland noch mal viel schneller kennen und das Angebot, was man dann hinterwählt, auch wirklich schätzen. Insofern, ich glaube, das sind so Elemente, die ganz wichtig sind. Und was ich eben angesprochen habe, es geht nicht nur um die Stabilität, die sichtbar ist, sondern, Herr Tiefen, Sie sprachen das an, das Zusammenspiel von allen Akteuren. Also es geht um mehr als nur, Intel hat gesagt, wir kommen jetzt nach Deutschland oder CATL, sondern es geht um die ganze Arbeit, die danach eigentlich kommt. Ich kann mich an ein Essen erinnern mit Intel, wo im Prinzip in dem Gespräch eigentlich klar wurde, wenn die Standortentscheidung gefällt wird, fängt die Arbeit eigentlich erst an. Bis dahin haben wir überzeugt, bis dahin haben wir Argumente ausgetauscht und haben uns davon überzeugt, dass Deutschland das kann und dass das rein theoretisch funktioniert. Dann muss aber quasi die Arbeit im Detail beginnen mit der Überzeugungsarbeit, mit dem Umsetzen, mit den vielen, vielen Fragen, die wir alle öffentlich auch mitbekommen haben, was bei Tesla diskutiert wurde. Und Sie werden das irgendwie auch haben. Das wird lange viele Diskussionen, viel Einbeziehung bedeuten und Sie erleben das sicherlich auch an vielen Stellen. Insofern, ich glaube, das, was dahinter kommt, ist wichtig. Aber das sollten wir auch transparent machen, dass das Zusammenspiel funktioniert, weil es reicht eben nicht, die Entscheidung zu treffen, sondern es muss dann auch noch hinterher das erste Auto vom Band laufen oder die erste Mikrochip produziert werden, die Batterie muss irgendwo da sein und das Zusammenspiel, das macht die ganze Glaubwürdigkeit der Arbeit aus und des Standortes. Ich fand den Satz sehr schön, was für die einen Bürokratie ist, für die anderen Rechtssicherheit. Da ist wahrscheinlich, vor allem wenn man von außen schaut, etwas dran. Aber glauben Sie, Herr Minister Tiefensee, dass auch durch die Art und Weise, wie man aufgrund dieser Projekte vieles schneller macht, dass das erhalten bleibt? Ich finde es schön, dass Sie den Gedanken Bürokratie versus Rechtssicherheit nochmal aufgreifen, weil wir Beamte und ich seit 1990 in der Politik sind ja ständig mit dieser Frage Bürokratieabbau umgetrieben. Und Sie bekommen in der Podiumsdiskussion für nichts besser Beifall, als wenn Sie Beamtenschelte oder Behördenschelte betreiben. Also man muss sich mal vorstellen, wir machen das auch heute, man muss sich mal vorstellen, es dauert 4 Jahre, bis das und jenes. Dahinter steckt aber ein Gedanke und den dürfen wir nicht verlieren. Wir müssen schnell planen, schnell agieren, wir müssen gründlich sein, denn nichts wäre schlimmer, wenn sich späterhin etwas herausstellt, was zu sehr, sehr viel Kostenerhöhung beiträgt. Ja. Und wir brauchen nach wie vor die demokratischen Prozesse. Wer erlebt hat, ich war als Bundesverkehrsminister, wie Sie vielleicht wissen, mit dem Transrapid beschäftigt und dessen Strecke vom Münchner Hauptbahnhof, wenn der Hauptbahnhof einsteigt, in Shanghai, also wenn es zum Flughafen in Shanghai ging, Siemens hat den Transrapid verkauft. Ja. Ich habe mir sagen lassen, da hängt dann an dem kleinen Häuschen, was im Wege steht, heute nicht mehr so, aber früher, hängt dann der Zettel, ihr habt in 4 Monaten auszuziehen, denn dann kommt der Bulldozer weg. Das ist das andere Extrem. Jeder von uns würde sagen, es kann doch nicht so sein, dass da jeder angehört wird.
außer man will ihm vor die Nase ein Windrad stellen. Da sagt er, ja, natürlich muss ich angehört werden, ne? Not in my backyard. Also das in die Balance zu bringen, das ist die große Herausforderung und gleichzeitig die große Chance Deutschlands. Denn wenn du keine Akzeptanz für die Investitionen hast, weil es eben nicht ordentlich gelaufen ist, wenn du weißt, ich konnte mich beteiligen, aber es wurde anders entschieden, dann wird auch insgesamt die Akzeptanz für Unternehmensansiedlungen weiter bestehen oder vielleicht sogar wachsen. Das ist nicht überall so. In Deutschland, das ist, und da glaube ich, ist ein Vorteil in Ostdeutschland, die Akzeptanz für Industrieansiedlung ist relativ hoch. Die Verbindung gerade zum Ingenieurwesen und so, die ist, ich bin selber in meinem ersten Leben als Ingenieur unterwegs gewesen vor 1990. Die Akzeptanz ist einfach da, man ist offen dafür. Also von daher, die Bürokratie wird sich verschlanken müssen, das kann sie mit der Digitalisierung schaffen. Und auch hier muss man mit einem Gedanken oder einer Vorstellung aufräumen, nämlich, dass wir in den Behörden nur das, was wir jetzt gerade an Prozess analog machen, digital abbilden müssen. Sondern es setzt, und das ist ungeheuer schwer, einen Diskussionsprozess über Prozesse in der Verwaltung voraus. Sogar über die Verantwortlichkeiten von Verwaltung in der Hierarchie. Brauche ich tatsächlich eine Zwischeninstanz auf Landkreisebene? Brauche ich eine auf Länderebene? Kann das nicht im Bund zentral gemacht werden? Und wir tun uns in dem Föderalismus unglaublich schwer, die Prozesse zu digitalisieren. Auch im Vergleich zu Estland, wenn du da bei Null anfängst, 1990, 1993, das ist relativ einfach. Wenn du aber durch einen Urwald von unterschiedlichsten Programmen und Datenbanken und Vorgehensweisen, Formularen und Herangehensweisen dich durchkämpfst, ist immer leicht gesagt, ja, macht mal. Also ich möchte ein Stück auch als einer der Verwaltung aus dem FF kennt, eine Lanze brechen dafür. Es ist nicht ganz so einfach, aber summa summarum, wir müssen mindestens auf die Halbierung der Zeit kommen, damit wir flexibler sind. Das wäre schon etwas. Ich hätte einen Hinweis an die Technik. Ich bin leider ein technischer Analphabet. Ich habe einen Hinweis bekommen, dass es Fragen gibt, aber meine Versuche, die aufzurufen, bin ich woanders gelandet. Also bitte um Verständnis, vielleicht schaffen wir es aber noch. Ich wollte das Thema Fachkräfte nicht zu sehr strapazieren, weil es hier immer wieder kommt. Aber gerade Sie brauchen ja sehr viele. Ja. Und ich glaube, es gibt von Ihrer Seite zusammen mit der Bundesagentur für Arbeit eine Initiative, dass Sie sagen, wir versuchen, da zu helfen. Die müssen aber irgendwo herkommen. Zum Teil sind sie schon da. Ja. Aber nur zum Teil, das ist richtig. Also das Zusammenwirken, das ich gerade eben beschrieben habe, das wird sich eben auch auf der Talentebene weiterentwickeln müssen. Und wir haben auch Infrastruktur gehört, wir müssen die Talente finden und wir müssen sie über Infrastruktur mobilisieren. Ja, wir wissen, dass wirtschaftlich durch die wirtschaftlichen Bedingungen vor vielen Jahren eben auch sehr viele weggehen mussten, leider. Die Frage ist, können wir die wieder zurückholen mit der Hilfe von Magdeburg oder dem Land Sachsen-Anhalt? Wichtig ist natürlich auch der Zuzug, den haben wir heute Morgen auch schon in Prozentsätzen gesehen und das wird auch für Intel ein großes Thema sein, aber es ist eins klar, wenn man sich dazu entscheidet, eine Fab in ein Land zu bauen, dann ist man im globalen Talentwettbewerb. Man braucht so viele Spezialisten und ich möchte jetzt nicht Magdeburg oder dem Land Sachsen-Anhalt zu nahe treten, aber wir müssen natürlich auch international schauen, um die absoluten weltbesten Leute nach Magdeburg zu holen. Aber wir wollen natürlich auch einen großen Beschäftigungshebel im lokalen Raum schaffen. Mit den Ausführungen von Herrn Habeck und dem Ölembargo und den möglichen Transformationen, die sich da ergeben, wollen wir auch ein Partner sein, um da vielleicht Beschäftigungsmöglichkeiten zu eruieren. Mit der Agentur für Arbeit, über das Sozialgesetzbuch oder. Das sondieren wir momentan in alle Richtungen. Das ist ein sehr, sehr detailliertes Assessment, dass wir dadurch gehen und werden daraus dann unsere Akquisitionsstrategien, so was Talent betrifft. Ja. Ein wichtiger Punkt ist natürlich das Thema Hochschule und Forschung.
Ein anderes wichtiges Thema ist aber auch Schule, darf man nicht vergessen. Ja. Weil wir natürlich auch ein Interesse haben, die Branche der Halbleiterei, nenne ich es jetzt mal salopp, ist jetzt nicht eine Branche in Deutschland, die, wenn man sich die Top-Arbeitgebermarken anschaut, ganz oben mitschwingt. Ja, wir haben mit Texas Infineon, Global Foundries natürlich schon große Ansiedlungen hier, aber die Kolleginnen und Kollegen werden mir recht geben, wir sind da nicht in den Top 10. Das heißt, wir müssen die ganze Branche auch in einen Turnus oder in eine Awareness bringen, die, wo viele unterschiedliche Beschäftigungsgruppen es attraktiv finden, wohlmöglich darin einen neuen Platz zu finden. Und da brauchen wir alle. Ja. Da brauchen wir wieder den Bund, da brauchen wir wieder das Land. Da ist auch das föderalistische System manchmal vielleicht hinderlich, vielleicht findet man da auch Lösungen und Wege. Aber das wird, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich kann Ihnen sagen, auch bei den anderen Ländern oder Standorten, das ist überall eine Herausforderung. Fachkräfteentwicklung ist überall die Generalaufgabe, die wir zu lösen haben oder zu lösen hätten. Jetzt haben wir sie in Magdeburg und wir werden sie gemeinsam lösen. Herr Minister Schulz. Vielleicht noch drei kurze Ergänzungen, weil es ist alles richtig, was gesagt wurde. Wir haben aber auch die ein oder andere Voraussetzung, die wir jetzt noch verbessern können. Wir sind in Sachsen-Anhalt, ein Bundesland, wo viele junge Menschen sagen, dort gehen wir gerne hin zum Studieren, weil wir Top-Universitäten haben, top ausgebildet sind. Wir sind aber auch das Bundesland, 67% sind das, wo die Studenten nach dem erfolgreichen Studium das Bundesland wieder verlassen. Und als diese Intel-Entscheidung kommt, und ich will immer, Intel ist zwar sehr, sehr gut, aber Intel bedeutet auch, ein Ruck durch dieses ganze Land, ja, das muss man auch mal sagen. Da gab es ganz viele, die gesagt haben, jetzt habe ich einen weiteren Grund, ich bin jetzt hier 5 Jahre Student gewesen, ich finde dieses Land toll, ich hatte immer Bedenken, kann ich für meine tolle Ausbildung hier auch meine Zukunft aufbauen, und jetzt habe ich eine ganz andere Voraussetzung, darüber nachzudenken. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, es ist so, wir sind ein Land, wo im Moment viele Menschen auspendeln, die sagen, ich lebe hier in Sachsen-Anhalt, ich habe hier meine Familie, mein Haus und so weiter. Und ich habe jetzt durch Intel und durch andere Investitionen ja auch, es ist nicht nur Intel, es sind ganz viele andere auch, die gerade bei uns investieren, eine ganz andere Basis. Das betrifft aber, glaube ich, andere Bundesländer auch. Und der dritte Punkt, und das freut mich ganz persönlich, als junger Mensch, der sehr international unterwegs war in seinem Leben bisher, wir werden internationaler werden. Und das wird zum einen von allein kommen, aber zum anderen müssen wir vielleicht ein paar Stellschrauben auch noch, an denen wir auch arbeiten, gemeinsam auch von der internationalen Schulen bis hin zu, sage ich mal, auch der Willkommenskultur. Das wird Sachsen-Anhalt, das wird Ostdeutschland insgesamt verändern. Wir haben ja jetzt verschiedene Beispiele gehört auch. Das sind alles große internationale Unternehmen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, als junger Mensch mit 42 Jahren, der dieses Ost-West-Denken gar nicht mehr im Kopf hat, der Europa kennengelernt hat, der dieses Riesenglück im Leben hatte, nicht aufzuwachsen und hier zu wissen, ich muss mein Leben lang eingesperrt sein, sondern ich darf, wenn ich möchte und es mir leisten kann, in die USA, nach China oder sonst wohin reisen. Das ist doch diese tolle, wirklich, wirklich tolle Situation für uns jetzt hier, dass wir internationaler werden können und dass dieses Ostdeutschland jetzt ein Stück weit auf der Überholspur ist, gemeinsam mit dem, was wir hier an diesen 2 Tagen alles diskutieren. Ich habe eine Frage aus dem Publikum, die sich eigentlich an alle richten könnte. Ich würde aber gerne, beginnen Sie an Herrn Zentgraf und Herrn Holthaus zu stellen. Die Frage ist, lautet, ist Deutschland gut genug, was seine Infrastruktur betrifft, also und die gut genug vernetzt, um als Produktionsstandort langfristig bestehen zu können? Wollen Sie vielleicht beginnen? Die Infrastruktur in Deutschland ist meiner Meinung nach sehr gut, muss vielleicht mal hier und da renoviert und angepasst auf den Zeitgeist werden. Und es hängt natürlich auch davon ab, welche Industrien ich bedienen muss, wo kommen diese Vormaterialien her. In unserem Fall ist das, oder wird es so sein, kommt sehr viel aus Übersee, also das Kobalt, das haben wir hier leider nicht, andere Materialien, und die müssen wir dann an den Ort des Geschehens dann eben verschaffen. Und da sind wir schon sehr gut dran, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt auch, der Klimawandel oder die Umweltmaßnahmen. Transport wird sich auch ändern in den kommenden Jahren. Es gibt einen sehr starken Fokus, eine Anforderung an unsere Batterien, für den CO2-Footprint im Transport. Da wird alles reingerechnet und in unserem Fall ist es halt eben günstiger, wenn wir die großen Volumina, also für 100.000 Autos pro Jahr, wenn wir die per Bahntransport halt eben bewerkstelligt, weil halt eben die Rollreibung deutlich geringer ist als bei Asphalt
und Gummi. Ne? Und das geht direkt in den CO2-Footprint ein. Da kann ich Herrn Zenkrauf nur recht geben. Ich gehe mal von den Materialflüssen weg, die man braucht und die man bewegen muss, dass man so einen Produktionsstand stark nachhaltig betreiben kann. Das Thema Talent ist aber auch voll mit drin. Also das heißt, in der Arbeitswelt, wo viele, auch junge Leute, den Anspruch haben, dass sie längere Zeit während der Woche von zu Hause aus arbeiten können, muss ich natürlich im Gegenpol dazu eine Infrastruktur schaffen, die es ihnen ermöglicht, dann, also ich sage es mal, eine niedrige Mobilitätsschwelle zu schaffen. Das heißt, wir brauchen eine Regional-ICE-Verbindung nach Magdeburg zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Junge Leute wollen nachhaltig reisen. Also sie überlegen sich wirklich, was ist mein Footprint? Solche Diskussionen haben wir auch in Bewerbergesprächen. Und wie komme ich dorthin? Wie lebenswert ist es dort vor Ort? Infrastruktur betrifft Kindergärten, Schulen haben wir schon angesprochen. Und was biete ich als Arbeitgeber? Und wir brauchen auch einen Fahrradweg an die Seite. Das sind so banale Sachen, wo man sich über die Lebenswelten von jetzigen, zukünftigen Talenten über alle Altersschichten hinweg Gedanken machen muss, damit man wirklich ein Arbeitgeber sein kann, der das alles abbildet. Sonst hat man keine Chance. Das ist jetzt vielleicht für ein anderes Unternehmen, ist vielleicht ein bisschen hochtrabend formuliert, aber in den Mengen, in denen wir sprechen, von 3000 Leuten, die wir an den Standort haben wollen, sind das Gedankengerüste, die man haben muss, in der sehr frühen Phase, damit man hinterher erfolgreich sein kann. Ist Infrastruktur ein Thema bei den Gesprächen, die Sie führen im Ausland? Ja, selbstverständlich. Also Infrastruktur spielt eine große Rolle, aber das ist eben, also wo hört Infrastruktur auf und wo fängt das an? Ne? Also wir sprechen über digitale Infrastruktur, wir sprechen über Mobilitätsinfrastruktur, also wenn es um Transportwege geht, wir sprechen, aber dann kommen wir schon schnell auch in diese Frage der Fachkräfte, das ist ja auch Teil von Infrastruktur. Bin ich eigentlich in einem Rahmen, in dem ich das finde, was ich brauche, um erfolgreich zu sein, spielt eine entscheidende Rolle. Ne? Also natürlich spielen auch andere Dinge wie Energiepreise und nicht nur ist da eine Stromleitung eine Rolle und es gibt auch noch andere Faktoren, aber ich denke, Infrastruktur ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir tatsächlich, wo Deutschland im internationalen Vergleich immer ganz oben steht, das muss man erstmal so festhalten. Also ich glaube, Infrastruktur ist kein vorgegebenes, mit Vorurteil belastetes Makel für Deutschland, sondern das ist ein echtes Asset für Deutschland. Also wir stehen für, also Deutschland steht für eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur. Auch wenn wir das als hier Lebende manchmal anders sehen und unsere Kritik daran haben, sei es jetzt was weiß ich, die digitale Infrastruktur. Und ich glaube, da, hier und da muss natürlich was verändert werden oder weiterentwickelt werden, das ist ganz wichtig. Aber ich denke mal, wenn man im internationalen Wettbewerb sich anschaut, ist Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt bei der Infrastruktur. Hier ist eine Frage eingegangen, die an etwas anschließt, was Herr Minister Steinbach gesagt hat, dass bei allen Neuansiedlungen wir nicht die Bestandsunternehmen vergessen sollten. Und es gibt auch nicht nur große Bestandsunternehmen. Hier ist ein Kommentar, ich sage nur nochmal, ich glaube, wissen Sie alle, die gehen hier anonym ein, keine Sorge. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, kämpfen um jeden Mitarbeiter, sind froh, wenn wir 7 im Jahr finden. Und währenddessen es Ihnen halt gelingt, innerhalb relativ kurzer Zeit da viel zu machen. Die Frage geht an die Politik, was kann man tun? Also das ist wirklich im Moment nach dieser tollen Nachricht die ersten kritischen Töne natürlich, die absolut akzeptabel sind von Unternehmen, die sagen, wir freuen uns riesig. Und im Raum Magdeburg, ich würde sagen, 90% der Rückmeldungen, die man hat, die sind wirklich sehr überschwänglich, sagt man, das ist wirklich toll für uns. Aber aus allen Branchen kommen natürlich die Fragen, kann das passieren, dass in meinem Unternehmen, wo ich ja sowieso riesen Herausforderungen habe, auch Mitarbeiter von der Altersstruktur ersetzt werden müssen und so weiter, dass ich am Ende des Tages Verlierer bin als Unternehmer, wenn so große Ansiedlungen kommen. Und das ist genau der Punkt, der halt nicht eintreffen darf. Bei uns ist es so, mit Intel auch besprochen, Intel hat ganz klar gesagt, wir wollen ein Teil dieser Region sein. Wir kommen hier nicht als Raumschiff her und sind jetzt hier, sondern wir sind Teil dieser Region und dazu gehört für uns auch, dass wir ein gutes Auskommen haben mit allem, was drumherum ist. Und dazu gehören natürlich auch die Unternehmen, die dabei sind. Und deswegen ist es für uns wichtig, genau diesen Weg zu gehen. Der Kollege aus Brandenburg sagt es ja auch, der Jörg vorhin, dass zumindest da noch nicht eingetreten ist, dass man da jetzt massive Abwerbung hat. Das hat Intel auch nicht vor. Intel möchte nicht im Raum, sage ich mal, Magdeburg jetzt hier Wild West spielen, überhaupt nicht. Aber
Es ist natürlich dann die Herausforderung von uns als Politik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass wir dann diese Menschen, die wir hier brauchen, es sind ja nicht nur die 3.000 bei Intel direkt, sondern es sind auch bei den Zulieferern Menschen, die dort arbeiten werden und allem, was dazugehört, sind das also viele, viele tausende Menschen, dass wir die bekommen und dass wir den mit den, und das mache ich gerade als Wirtschaftsminister sehr intensiv, weil ich bei den Unternehmen vor Ort auch bin, dass ich den Unternehmen, die da sind, die über Jahrzehnte hinweg dieses Land aufgebaut haben, dass ich denen die Sicherheit gebe, dass die für mich genau die gleiche Priorität haben. Und da geht es mir nicht darum, dass es ein Unternehmen ist, was 1.000 oder 2.000 Mitarbeiter hat, sondern das ist auch ein 10-Mann-Unternehmen. Wir haben gestern diese Auszeichnung für das Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern gesehen, ich glaube 8 Mitarbeiter, ganz tolle Produkte, die haben wir in Sachsen-Anhalt auch und die spielen für mich an der Stelle wirklich die gleiche Priorität, was diese Frage angeht der Zukunft, wie ein Milliardenunternehmen wie Intel. Und wenn man das vorlebt und wenn man das zeigen kann und wenn man das auch nachweisen kann, dann braucht uns auch nicht bange sein vor der Zukunft. Und das ist die letzte Antwort darauf, die sage ich auch immer, lasst uns lieber über diese Herausforderung sprechen, als dass wir darüber sprechen müssten, dass wir alles dafür getan haben, aber am Ende sich ein solch großer und toller Investor wie Intel nicht für Sachsen-Anhalt entschieden hätte. Das heißt, lieber diese Themen lösen und die werden wir gemeinsam lösen. Wir sollten in der Diskussion mal einen Moment die Großansiedlung rauslassen und uns ehrlich in die Augen schauen. Dieser Prozess findet massiv statt. Der hat einmal was damit zu tun, dass erstaunlicherweise die Wechselbereitschaft der über 50-jährigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dramatisch zugenommen hat. Und zwar ohne, dass irgendeine Neuansiedlung ist oder irgendwas. Das, was ich noch von den Nullerjahren 2010, 2015, ja, erkenne, dass wenn du 50, 53 bist, dann wechselst du nicht mehr, du bist in deinem Unternehmen gesettelt. Nein, die Bereitschaft nimmt im Positiven zu schauen, was gibt es ringsum. Da braucht kein Intel kommen, kein CATL, kein Tesla. Und der entscheidende Punkt ist, was bietet mir der andere Arbeitgeber oder was bietet mir mein Arbeitgeber? Deshalb ist der Appell an die Unternehmen, das Benchmark ist nicht, an uns Minister ranzutreten. Bitte schützt uns, dass unsere Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nicht abgezogen werden. Wir lassen, wie gesagt, mal die Großen, die nochmal eine andere Dimension darstellen, schützt uns bitte davor, dass die nicht abgeworben werden. Es ist zum Teil üblich, dass man Antrittsgelder zahlt, die höheren Löhne sowieso. Aber wer nicht begriffen hat bei der Anwerbung, dass nicht die Annonce in der Zeitung oder das Plakat vorm Unternehmen reicht, wer nicht begriffen hat, dass ich mich mit Gesundheitsmanagement, mit der Mobilität, mit Aufstiegschancen beschäftigen muss, dass das Familienfest nicht nice to have ist, sondern dass eine Familie, eine Community dazu gehört, dass ich mich in der Region zeigen muss als Unternehmen, damit ich auch an andere Menschen herankomme als an die, dass ich mich zeitig genug, zum Beispiel, wenn ich Ingenieure suche, an der Universität umschauen muss oder an der Hochschule. Wir haben ein Programm aufgelegt, 2 Jahre Stipendium finanziert vom Land plus Unternehmen, Vertrag, dass du 2 Jahre späterhin im Unternehmen arbeiten kannst. Dieses Projekt fliegt nicht. Unternehmen sind nicht bereit, ein solches Match vorzunehmen. Das gilt übrigens auch, wenn es um ausländische Fachkräfte geht. Da möchte ich auch mal ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Wenn du ausländische Fachkräfte bekommen willst, muss es möglichst ein Commitment eines Unternehmens geben. Es erleichtert die Visa-Fragen und so weiter ganz deutlich. Und es gibt nicht wenige Unternehmen, die überhaupt noch nicht aufgewacht sind, dass sie in Vorleistung gehen müssen sagen, ja, ich will aus Vietnam eine Fachkraft. Nein, da möchte ich aber erst mal gucken, bringt die uns mal, dann schauen wir mal. Wir sind jetzt dabei, mit Praktika zu agieren und vielem anderen mehr. Also kurzum, mal beiseite gelassen, es findet ein Wettbewerb statt und den können Unternehmen bestehen, erstens, wenn sie gute Arbeitsbedingungen bis hin zum Lohn ermöglichen. Und zum Zweiten ist das Megathema die Rationalisierung, die Produktivitätssteigerung. Wir haben unsere GAW vor 3 Jahren renoviert. Bei uns ist nicht mehr ausschlaggebend, ob du neue Fachkräfte einstellst, sondern wir machen das so, wenn du die Lohnsumme in den nächsten darauf folgenden 5 Jahren beibehältst, bei Absenken der Arbeitnehmerschaft und die Lohnsumme muss gleich bleiben, rausgerechnet der Vorstand und die Geschäftsleitung.
dann kannst du Fördergelder bekommen. Also es ist nicht mehr mein Interesse, bring mir 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch gut. Aber das vorwiegende Interesse ist, dass die Unternehmen stabil arbeiten können, der eine mit mehr Arbeitskräften, der andere, indem er Unterstützung zum Beispiel durch die GAW braucht, um produktiver zu werden. Und das ist Arbeitsplatzabbau im guten Sinn, ist kein Schimpfwort mehr, sondern es zeigt, dass man mit weniger Menschen mehr Wertschöpfung generieren kann. Und darauf müssen wir in der Zukunft meiner Ansicht nach setzen. Ich würde gerne nur statistisch nochmal ergänzen dazu, Großprojekte rauszunehmen, auch wenn das Thema Big Player heißt. Nur, dass die Zahl vielleicht mal bekannt wird. Also wir haben im Jahr ungefähr 1800 ausländische Investitionsprojekte, die in Deutschland stattfinden. 1800. Insofern, und das sind, wie man sich vorstellen kann, nicht nur Big Player, sondern die Masse ist eben das Gegenteil. Ja. Insofern, also das ist auch wichtig. Ja? Also, und die tragen dann auch zum Thema Transformation Ost bei. Weil auch ein kleines Projekt ein spannendes Thema, einen spannenden Ansatz verfolgt, der die Transformation begleitet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Den zweiten, den ich noch hinzufügen möchte, ist, ich glaube, manche Vorhaben, also ich glaube, bei CATL ist es sicherlich so, für also bei den großen Vorhaben stelle ich mir, es ist eher eindeutig, das sind keine rein ostdeutschen Projekte. Also die Gemarkung ist irgendwo in Ostdeutschland. Das sind ja deutsche Projekte. Insofern, also das ist ja nicht denkbar, ohne dass sie sich über Frankfurt Gedanken machen oder über München oder Münster, andere Batterieforschenden und andere Akteure oder wo sie in Hannover auch schauen, also das Dreieck Hannover, Leipzig, Berlin sich anschauen, wahrscheinlich darüber hinaus. Bei Tesla ist ja die klare Perspektive auch, dass Zulieferindustrie auch in Westdeutschland gejubelt hat, weil sie gesagt haben, wir haben die Chance, daran teilzuhaben und wir bleiben da, wo wir sind. Also ich will nur sagen, das ist ja nicht nur eine Transformation Ostdeutschland, sondern das ist eine in einer ostdeutschen Gemarkung stattfindende Transformation Deutschlands, die da vorangetrieben wird. Das ist eine schöne Geschichte, die wir erzählen können. Und das sollten wir auch tun mit dem Selbstbewusstsein. Guck mal, hier ist jetzt quasi der Ursprung dessen. Das ist das, was wir nach draußen tragen, was wir auch erfolgreich gestalten. Aber es sind tatsächlich ja deutsche Projekte, die auch viele Unternehmen und andere Akteure betreffen, klein, mittel und groß, die daran eben dann profitieren oder die sich damit verändern und dazu einen Beitrag leisten. Die schöne Geschichte, die Sie eben geschildert haben, war auch ein schönes Schlusswort. Wir sind auch wieder bei dieser Veranstaltung schneller an das Ende gekommen, als man es vielleicht erwartet hätte, aber was wiederum zeigt, dass es doch eine sehr lebhafte und interessante Debatte war. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren, für Ihren Input, für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, es Ihnen gefallen hat und ja,